Billie Eilish ist das neueste Werk des mit dem Grammy ausgezeichneten amerikanischen Komponisten Tobias Picker und des Librettisten Ari Lev Stolman. Die beiden haben mit Lucia Lucas, einer Baritonistin, die auch die Hauptrolle übernimmt, zusammengearbeitet, um die historische Figur Lilli Elbe auf die Opernbühne zu bringen. Wenn diese Oper hat weiterleben, ich möchte ein gut Buch für Menschen, das singt Lilli, spezifisch Lilli der Rolle, wenn die Chance ist, dass sie hat eine gute Erfahrung mit dieser Partie, mit diesem Prozess. Lilli Elbe is in a way a traditional tragic grand opera heroine. Her story is unique, more unique than a lot of opera heroines from the standard repertoire. So this was a fascinating challenge for me. And I asked her if she would be interested in starring as Lilli Elbe in a new opera if I were to write her one. And she said, yes, without even taking a breath, that's my story. Lilli Elbe, sie hat eine von der ersten angleichenden Operationen in 1930. Und das ist, warum wir haben diese Geschichte. Und das ist, warum wir machen diese Oper. Neben einem wunderbaren Sängerensemble lernen wir zum ersten Mal die neue Tanzkompanie auf der Bühne des Theaters kennen. Frank van der Petersen, der neue Leiter der Tanzkompanie, übernimmt die Choreografie für dieses Werk. Und Modestas Pitrenas, unser Chefdirigent, wird das Symphonieorchester St. Gallen dirigieren. I hope the public feels some of this excitement when they come to see this world premiere that nobody's ever seen before.